Flipside auf Soccer. Mit Ivan Markov und Thomas Kind. Morgen! Ja, servus, Ivan. Mensch, das war eine Folge mit Daniel Heinze, oder? Also ich muss immer noch sagen, ich war ja, also wo ich dann nach Hause gekommen bin, selbst am nächsten Tag, war ich immer noch sehr berührt, muss ich sagen. Also das war sehr toll und habe mich da ihm auch sehr verbunden gefühlt und wie er das so erzählt hat. Also, und vor allen Dingen, das Coole war ja, du kannst ihn ja, also ich kann ihn nur vom Namen. Er hat so ein, zwei Schnittstellen, aber ich habe mit Heinzi vorher nichts zu tun gehabt. Ja. Und ja, also es war beeindruckend, ihn kennenzulernen, nicht nur als Menschen, sondern auch was dahinter war, quasi die Karriere. Die war ja absolut beeindruckend, mit 7 Aufstiegen, 400 Spielen, 110 Toren, was hast du, du bist ja der Statistikmensch. Das wissen viele nicht. Also Tommy ist ja wirklich, also statistisch, also wenn es eine Statistik, also wenn es eine Statistik irgendwo gibt, du hast sie. Na, frag mich was. Ich kann direkt antworten. Ja, und das war halt wahnsinnig cool. Na, rund war es, fand ich. Es war einfach auch so, der Abschluss war eigentlich auch perfekt. Also der weißt du? Der hat ja gespürt, irgendwie Corona wird uns beschäftigen oder auch gerade in den Fußball im Amateurbereich und sagt sich dann, na, was will ich mich jetzt hier noch so durchschleppen durch die Phase, weil wir dann vielleicht nicht mehr spielen können im Herbst oder was weiß ich. Da dieses Gefühl zu haben oder immer das richtige Gefühl zu haben und dann auch gute Entscheidungen getroffen zu haben. Ja, das fand ich auch beeindruckend. Also das fällt ja vielen Menschen schwer, mir auch teilweise, ist auch so. Also das sind ja so, wenn so große Entscheidungen anstehen, entsteht ja viel Chaos, man wägt ab und guckt und schiebt die Entscheidung meistens noch vor sich her. Hat er ja auch gemacht, so, ne? Ja, aber wir, also diese Methode, die ja quasi durch ein Leben ihn begleitet in vielen Entscheidungen, die er zumindest mit uns geteilt hat, quasi auf sein Bauchgefühl zu hören, quasi aufzuwachen und zu sagen, das ist es jetzt und das war's jetzt, das mache ich jetzt so. Und das war total beeindruckend, also dass man also so ein Vertrauen in sich selbst hat, in seinen Instinkt, in sein Herz, was auch immer da gesprochen hat, war sehr spannend. Und letzten Endes muss man ja sagen, man weiß es ja nicht, was anderes gekommen wäre, aber es ist ja absolut gelungen und er fühlt sich wohl dabei, also sehr, sehr interessanter Mensch einfach. Ja, und auch selber, ne, es gibt ja, oftmals spielt ja da eine Rolle, in der Entscheidung die Rolle, dass, ja, was sagt der und der, aber er hat sich da ja von nicht so leiten lassen, ne, es gab bestimmt viele Stimmen bei Chemie, die sagen, komm Heinzi, du bringst uns da auch noch was, du bringst einen Mehrwert und wir sind auch durch dich erfolgreich. Aber er sagt dann, naja, das ist meine Entscheidung, ich stehe auf, entscheide das dann so und bemerkenswert auf jeden Fall. Ja. Ja, absolut. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und war auch sehr erfolgreich. Also muss man sagen, also die hat richtig Spaß gemacht, die Folge. Da auch nochmal vielen Dank an Chemie Leipzig, die das auch ein bisschen veröffentlicht haben in ihren sozialen Medien und Kanälen. Es war schon wirklich großes Dank oder großer Dank dafür. Großes Dankeschön, großer Dank. Großer Dank, wie auch immer. Nice to know you. Yeah. Thank you very much. Yeah. It's a pleasure to work with you in the future. My English is not together from the egg, but, no, but thank you. Ja, yeah, aber my English is under all pick. Das ist wirklich stumpf. Aber ihr seht, wir sind schon wieder ziemlich gut drauf. Ivan, Wochenende, was hast du denn getrieben? Oh, das war eigentlich mal entspannt. Letztes Wochenende war viel Weiterbildung, beide Tage war sehr anstrengend. Und dieses Wochenende war einfach schön. Also, ja, Freizeit, ne? Viel Freizeit, aber auch, finde ich, eine gute Balance gefunden. Ich habe gestern war ich bei René Berling, also mein Cheftrainer von VfL Halle und Freund. Wir haben da Fußball geguckt, haben ein bisschen noch gequatscht über die Arbeit und konnte das so ein bisschen verbinden. Habe Vormittag trainiert, Nachmittag trainiert, für mich was gemacht. Du hast ja jetzt auch gerade so ein bisschen, ne? Du bist ja, wenn ich das so höre, also da gibt es ja die App Freeletics. Genau. Und erzählst du mir dann immer, naja, gerade nach dem Dienstag, als wir aufgenommen hatten, warst du so komplett im Clinch mit dir. Du hast es nicht geschafft, bis 21, 22 Uhr das zu machen, dieses Workout, was, ja. Also kannst ja mal gleich kurz erklären, was da so Inhalte sind. Und du ziehst es aber auch komplett durch, wo meine eins gerade mit 3, 4 Sachen in der Woche leben kann, aber krafttechnisch halt minimiert, also so ein bisschen. Aber du nimmst dir, da hast ein Ziel und setzt das komplett durch und das ist bemerkenswert und bewundernswert, ja. Was machst du denn da genau? Also Freeletics ist ja, wer es nicht kennt, also mit dem eigenen Körpergewicht zu arbeiten, zumindest mache ich, da gibt es auch Geräte zu. Ne? Also du kannst auch mit Geräten machen, aber ich mache es mit dem eigenen Körpergewicht und habe da jetzt schon
Ja, so, da kann man so Journeys wählen, die über 12 Wochen gehen, verschiedene Sachen, zum Beispiel Explosivkraft und Muskulatur oder Cardio, verschiedene Dinge. Und ich habe jetzt halt ein Programm, ich bin in der letzten Woche, ich habe das jetzt 12 Wochen durchgezogen und die letzte Woche ist die bekannte Hell Week. Hölle? Das heißt dann also 7 Tage die Woche. Ich ärgere mich auch, also es ist sehr, sehr anstrengend, habe mich auch dann geärgert, also was du jetzt angesprochen hast, es war ein riesen Widerstand quasi, ich musste ja nach Hause, ich war den ganzen Tag unterwegs, dann mit Heinzi und dir Podcast bis 20.30 Uhr oder was, dann nach Hause, dann habe ich noch ein paar Telefonate gehabt, bis 21.30 Uhr denke ich, 21.45 Uhr. Ja, dann kam ja auch noch Champions League, ist ja auch ein Thema. Ja, da habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, genau. Also habe ich glaube ich beiläufig laufen lassen und ja, und dann stand der Termin aus, so, ne? Und dann war das wieder so ein Widerstand. Machst du es jetzt oder machst du es nicht? Der Klassiker. Und dann habe ich mich wirklich, da war ich auch stolz auf mich, muss ich sagen. Also, ich habe selber auch wertgeschätzt, dass ich das auch gemacht habe. Da habe ich mich 22 Uhr gestafft. 22 Uhr nochmal Vollgas gegeben. Und dann müsst ihr euch das so vorstellen. Also, das sind halt Übungen, also die eklig sind. Also, Burpees, Squats, all solche Dinge, also da gibt es verschiedene, das sind jetzt nur Beispiele, Klimmzüge, Push-Ups, Lunges, Split-Lunges, schieß mich tot, ne? Und da habe ich halt ja, 45 Minuten knapp, war klitschnass, also 22.45 Uhr war ich dann fertig und habe mich, ist ja das Gefühl, wenn man sich das spritzen könnte, ne? Also wenn man überlegt, was für ein Widerstand in einem abläuft, das dann machen zu wollen, also muss ich ja dich selbst disziplinieren, quasi für dich dann entscheiden, ich mache das jetzt gegen die Bequemlichkeit. Und das Gefühl danach ist ja sowas von geil. Also du bist stolz, du bist froh, du bist dankbar, du fühlst dich gut. Wenn man sich das spritzen könnte, schon im Vorhinein, also so quasi wie so ein in dieser Widerstandsphase, sich das irgendwie einflößen könnte, dann okay, dann wärst du ja eigentlich befriedigt, weil du hast ja das Gefühl, aber generell, dass du so ein weißt, ich möchte jetzt mehr davon, ich möchte das mehr spüren. Ich hatte also, auch ein gutes Beispiel, glaube ich, das schließt daran an, wenn du, ich hatte ja einmal diesen 15-Kilometer-Run gemacht um Markkleeberger See hier in Leipzig und Umgebung und dann noch ein bisschen weiter und war halt auch satt nach 6-7 Kilometern, habe ich das erste Mal hast eine erste Krise bekommen und dann so, ja, 10, 11, 12 war auch wirklich mies und ich wusste nicht, dass es 15 werden sollen, aber hatte dann so 13 auf der Uhr und dachte mir, naja, 15, schöne runde Zahl und ziehst es durch und sich da so zu quälen und zu wissen, ey komm, machst das jetzt und selbst wenn die Pace immer schlechter wird, weil irgendwann fällt es in ein Loch, ziehst du es einfach durch und dann einfach, da habe ich mich, das war -2 Grad, habe mich auf die eisekalten Steine gelegt und mir einfach nur gedacht, ja, das genau das wolltest du erreichen, so dieses Gefühl zu haben, ey, was dein Target erreicht und hast das gemacht und dann das Duschen gehen. Wie ist denn, das ist ja wirklich, oder? Atemberaubend. Ja, klar. Ja. Ich habe jetzt leider keine, ich dusche gerne im Stehen. Ich habe jetzt hier noch eine Wanne. Das nervt ein bisschen, aber klar. Ich glaube, ich habe mich auf jeden Fall gestartet. Das war ja dann der Tag danach. Ich habe dann 23 Uhr geduscht, bin dann klinisch ins Bett, habe mir nicht mehr die Haare geföhnt und bin dann früh, ich habe jetzt, also wissen wir ja alle, gibt leider keine Friseure und ich habe eine Riesenmatte, also noch viel mehr wie Tommy. Bin einfach früh mit dem Vogelnest oben drauf aufgewacht. Also das war Wahnsinn. Und dann wieder auf Gläser, ne? Ja, also, ich bin da auch sehr bequem, da noch in Ordnung. Bin da auch nicht so eitel, dass ich da sage, ich brauche das jetzt oder so. Also bin halt nicht mit dem Vogelnest raus, ne? Aber dann halbwegs geordnet. Aber jetzt auch nicht Thema Haare glätten oder hier? Nee, gar nicht. Also absolut. Nee, aber auf jeden Fall ist das kann ich nur empfehlen. Also ich habe da absolut Gefallen gefunden, auch so mit Freunden quasi im Park, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, zu trainieren. Ich brauche das Fitnessstudio gar nicht mehr. Und, hast du es jetzt geschafft, dich mal abzumelden? Ach. Ja, ich bin einfach da. Ich bin bekloppt. Das muss man einfach sagen. Muss ich da jetzt wirklich mal straffen. Ich habe immer noch meinen Personalausweis, den habe ich vor dem Jahreswechsel neu beantragt, weil der ausgelaufen ist. Muss ich ja auch noch holen. Jetzt haben wir schon wieder März. Ja. Also, die haben mich schon angeschrieben, hol das Ding ab und gut, danke, tschüss. Nee, auf jeden Fall ist es, also macht mir derzeit total viel Spaß, aber am Tag danach und am Tag danach, normal muss ich jeden Tag trainieren. Ich habe dann Mittwoch habe ich Fußballtennis gespielt, 2 Stunden oder 1,5. Ja, und konnte mich danach halt nicht straffen. So, ne? Ich war aber auch tot. So. Also konntest du dir in der Woche auch so ein bisschen... Nee, eigentlich nicht. Also wenn ich hart zu mir wäre und wie, genauso wie am Dienstag, auch an den anderen Tagen, trotz Schmerzen, trotz Muskelkater, quasi, es geht, also ich, das ist ja ein Widerstand, es geht ja in erster Linie darum, dass ich es schaffe.
dass ich mir dabei Zeit lassen muss bei solchen Paarübungen, das ist klar, aber das mit dir so selber zu vereinbaren. Nicht abzubrechen oder 75% oder ja, so. Ja, oder dann willst du ja auch nicht wenig, also länger Zeit brauchen, wie du es schon mal geschafft hast, obwohl du ja weißt, dass du jetzt gerade einfach vorermüdet bist. Und das war halt zum Beispiel gestern, da habe ich eine Sache gestartet und konnte halt nur eine Runde schaffen. Ja, das waren 100 Burpees, 100 Crunches, 100 Split Lunges, so schnell es geht. Und das halt zweimal. So, und dann habe ich das zweite halt nicht mehr geschafft und habe dann nachmittags quasi noch ein anderes Programm gemacht und dass ich in Anführungszeichen mit gutem Gewissen da durchgehen kann. Aber merke halt, dass in mir da auch viel passiert. Also mein Körper fühlt mich sehr wohl und fit. Macht halt Bock und also vor allen Dingen steigt da einfach der Ehrgeiz und die Selbstdisziplin dadurch, dass ich jetzt, wenn ich mit der Woche fertig bin, dann mich auf jeden Fall mal ranwage an die Hardcore-Variante, was auch immer das bedeutet, weiß ich nicht. Aber das wird wahrscheinlich viele Übungen beinhalten, wo ich halt nicht so gut bin, also Klimmzüge. Mhm. Und dann, ein Ziel ist es von mir quasi jetzt vielleicht so Ende des Jahres, muss ich mal genau für mich definieren, damit das so ein konkretes Ziel ist, ja, so ein Muscle abzuschaffen einfach. Ja, das ist, und Definition herzustellen, dadurch ist ja meistens der Effekt. Ja, also du meinst jetzt einfach körperlich fitter noch zu sein, oder? Ja, Definition im Sinne von, dass die Muskeln definierter sind und nicht massischer, weil du dir nee, Masse ich, abbauen willst. Nee, also das ist nicht dein Ziel, aber das ist, glaube ich, ein Effekt, der dann... Fett reduzieren, so unter 10% und ja, mich absolut einfach wohlfühlen. Mhm. Also und stolz auf selber sein. Am Ende des Tages, auch so ein Lieblingsspruch oder Phrase, ist es ja auch wichtig, wie wenn man sich so, wie man sein Leben führt, gut fühlt, dann ist es ja auch okay, aber man merkt ja dann meistens auch mit den Programmen und mit den Veränderungen im Leben, wenn man da wirklich mal was anpackt, dass es ja wirklich auch einfach angenehmer ist dann. Ne? Sachen fallen leichter, der Kopf ist klar, man hat nicht so viel Gift im Körper, aber ja. Da sind wir eigentlich auch gleich schon beim Thema. Mich hat jemand angeschrieben bei Instagram. Ja, übrigens, Instagram könnt ihr, wenn ihr wollt, uns mal richtig zerstören. Ne? Nee, kein Zwang, aber das haben wir auch. Ja. Der hat gefragt, das ist der Tim, der ist, oh, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ich glaube 20, ne? Ja, hat er gesagt. Und der spielt wirklich relativ weit unten gerade noch. Also ich glaube in Nordrhein-Westfalen so auf Kreisliga-Niveau oder ja, Stadtniveau. Und er hat mir einen Trainingsplan für sich geschickt und ja, wollte einfach mal wissen, was ich davon halte und was er machen kann jetzt gerade in Zeiten von Corona, damit er vielleicht den Sprung doch noch in den semi-professionellen Bereich mal schafft. Also semi-professionell, da reden wir von Oberliga, Regionalliga, so das Thema. Zum Teil auch schon in der Verbandsliga, weil da auch schon Gelder fließen und oft trainiert wird. Und ja, der hat mir den mal geschickt. Ich meine, ich lese dir den jetzt hier mal so ein bisschen vor. Ne? Dann kannst du ja mal einfach als Trainer auch gucken, ob das so, was du davon hältst. Oder wir sehen es gerade beide hier. Ne? Also der fängt an, montags mit klassischen Brust- und Bizeps-Training gegen Start, am Start des Tages, dann mittags macht er Stabi und Bauch, abends ein bisschen was mit dem Ball und ja, mit Fokus Ausdauer, wahrscheinlich ein Triple-Parcours oder irgendwas, genau, dann dienstags geht's in die Beine und Schultern und Sprünge, mittwochs macht er dann mit dem Rücken und Trizeps und dann nachmittags auch Bauch und Stabi, Donnerstag ist so ein, wie nennt man das, wenn man nichts macht? Ruhetag. Ja, klasse, Free Day wollte ich eigentlich sagen oder so. Ne? Aber Rest Day? Rest Day, genau, das Wort hat gefehlt. Und dann geht es Freitag wieder mit Brust und Bizeps weiter. Abends was mit dem Ball, aber auf Schnelligkeit abgesehen. Samstag Beine und Schultern, Sonntag wieder Rücken, Trizeps und abends noch ein bisschen Technik und Koordination. Es ist vielleicht noch dazu zu sagen, dass es ein relativ kleiner Spieler ist, meinte er. Also so 1,75. 65. 65, ja, also so, was ich optisch gesehen habe, auch ein leichter Spieler. Und ja, also mein erster Eindruck ist, es könnte ein bisschen mehr Ball noch dazu, weil es einfach, der Ball ist, du kannst ja auch vieles verbinden mit dem Ball. Da musst du ja gar nicht immer am Fuß sein, aber so einen Ball immer dabei zu haben, ist immer schon mal, gibt ein gutes Gefühl und ja, sehe ich hier so ein bisschen wenig. Bei dreimal könnte das mehr sein, aber wie ist denn so dein Eindruck? Ja, mein Eindruck ist erstmal, dass er viel macht. Ich kenne jetzt nicht die Inhalte, ich kenne nicht die Intensität, ich kenne nicht die Dauer der Einheiten. Aber er hat sich einen Plan gemacht, was ja schon mal gut ist. Das heißt, er ist gewillt, sich zu verändern, sich zu verbessern. Hat für sich auch ein Ziel formuliert, was an eine Zeit gebunden ist.
Das heißt, im Sommer möchte er ein Probetraining für sich generieren, möchte er überzeugen und ein paar Ligen durchstarten. Und idealerweise natürlich so hoch wie möglich. Das ist das, was ich jetzt auf jeden Fall hier erkenne. Ansonsten ist es für mich eigentlich relativ schwer, daraus Schlüsse zu ziehen, weil ich nicht genau weiß, wie er trainiert, was da für Inhalte sind. Grundsätzlich habe ich verstanden, in der E-Mail, Tim ist das, ne? Tim, ja. Genau, Tim, das an dich, dass du, ja, dass du relativ schneller Spieler bist. Da musst du natürlich auch aufpassen, Schnelligkeit kann man ganz gut trainieren. Da habe ich auch, ich will nicht sagen Expertise, aber die habe ich mir angeeignet aufgrund meines Freundes, der sich damit beschäftigt. Kann man trainieren, sollte man auf jeden Fall verbinden mit Oberkörper, weil klassisch gesehen darf man nicht übertreiben, um zu viel Masse zu generieren, aber wenn man es mal anders mal ein bisschen gestaltet, die Sprinter, die klassischen Sprinter bei Olympia, 100 Meter, ja, das sind ja Maschinen, das sind ja Tiere. Die haben Schultern wie Fußbälle. Also, ja, es geht einfach darum, einfach irgendwo, Schnelligkeit kannst du nur trainieren, wenn du immer 100%, also 90% ist dann mal ganz schwer, wenn du schneller werden willst. Und wenn du ein schneller Spieler bist, macht Sinn, die Schnelligkeit so zu trainieren, vielleicht sogar noch schneller zu werden, also quasi Stärken zu verbessern und an den Schwächen natürlich irgendwo ein bisschen zu arbeiten oder beziehungsweise die Schwächen zu kompensieren, um noch stärker zu werden. Ne? Und ja, ansonsten fehlt da wirklich ein bisschen noch mehr, was also er macht. Also ich möchte das auch nicht bewerten, ne? Weil ich weiß es halt nicht genau, was du machst. Ich finde es halt toll, dass du was machst und dann für dich ein Ziel formulierst. Da wären aber wirklich die absoluten Ansprechpartner, wäre da dafür, wie mein Freund Johannes Sander oder so, der da sicherlich auch ähnliche Fragen stellen würde wie ich, aber der da auf jeden Fall helfen könnte. Man muss sich auf jeden Fall belesen. Und ich finde es einfach erstmal toll, dass du ja vermeintlich erstmal tief spielst und aber für dich so ein großes Ziel formulierst. Ja. Also es ist nichts unmöglich. Haben wir ja vorhin schon mal kurz philosophiert. Also ich glaube mit 18 oder 19, Miro Klose. Hat man also in der ersten Folge sogar schon mal angesprochen. Und Weidand, ne, was die erreicht haben, trotz der Nachwuchsleistungszentrum, war ja gar kein Thema bei denen. Ist alles möglich. Aber mir ist so ein bisschen aufgefallen, ich denke, da, ich weiß nicht, ob du da mitgehst, wenn man dann zu viel Masse generiert, geht natürlich auch wieder ein bisschen Schnelligkeit flöten, weil das ist klar, man muss mehr Masse dann auch in Schwung bewegen, also das darf dann auch nicht zu kurz kommen. Und wenn, ich weiß jetzt nicht, wie es fußballerisch aussieht, aber du meintest, du bist eigentlich technisch sehr solide. Selbst das, ne, wenn man viel, wenn man kräftiger wird, kann man auch behäbiger werden. Das ist immer, man sollte sich auch nicht seine absolute Stärke dann dadurch nehmen, das heißt also die Stärke ausbauen und an den Rest Stück für Stück arbeiten, aber nicht übertreiben, würde ich sagen. Ein Ball spielt eine große Rolle, das ist eigentlich das Wichtigste, klar, beim Fußball, dass ja, du da einfach dran bleibst und viel, viel Ball machst. Ja, da gibt es ja viele, viele Methoden, also und da kannst du dich zum Beispiel, gilt für alle, die quasi jetzt die Zeit nutzen wollen und sich technisch verbessern wollen, gibt es schöne Methoden. Ja, also ob das jetzt 100 Mal angesprochen, Fußballtennis, ne? Ja, Fußballtennis ist, es gibt tausend Sachen, ja. Also ich habe es klassisch im Osten so gelernt, also zum Beispiel Ball gegen die Wand hochhalten, Innenseite spannen, 50 Mal rechts, 50 Mal links, Kopf. Dann gibt es eine Methode, Körpertraining ist auch top, habe ich mich auch mit befasst. Also da geht es so ein bisschen ins Prinzip, quasi so viele Kontakte wie möglich am Ball in Kürze der Zeit. Auch beim Jonglieren, wenn du 50 machst, aber wie schnell schaffst du die 50 ja, Sekunden? Oder halt viele, viele, da gibt es schöne Bewegungsabläufe, wo man einfach das Gefühl für den Ball einfach verbessern kann. Verschiedene, also koordinativ, also Technik ist ja auch gleichzeitig ein Koordinationstraining, wenn man das mit verschiedenen Finden, verschiedenen Übungen einfach verbindet. Und das kann ich auf der Stelle machen, das kann ich auf 2 Quadratmeter machen, zum Beispiel Körpertraining. Und das ist halt total interessant. Da gibt es ja auch ganz viele YouTube-Videos zu. Da kann man so viel sich rausziehen, selbstständig. Richtig, Next Level ist ja dann noch Thema, das wird wahrscheinlich mal später noch interessant, wenn mal wieder ein Gast da ist, der sich auch damit perfekt auskennt, denke ich, oder besser. Live Kinetics, dass du sagst, du hast jetzt, er jetzt, der Tim, du hast jetzt noch einen Kumpel oder so dabei und du denkst dir einfach mal so ein paar stumpfe Matheaufgaben aus, 20 Stück, und nebenbei machst du Übung, jonglierst, links, rechts, strenger Wechsel, und der stellt dir dann die Fragen so, und du versuchst aber nicht aufgrund der Fragen dich ablenken zu lassen, sondern versuchst den Ball einfach oben zu lassen und ja, oder keine Ahnung, hast noch einen Tennisball in der Hand und trippelst aber, und den Tennisball wirfst du dann immer so hoch bei dem Tripplings. Das ist schon für die Koordination und so für die Antizipation auch nicht schlecht für die Zukunft. Ja, absolut. Also es ist für Körperbeherrschung. Mhm.
Körperbeherrschung, absolutes Differenzierung Thema. Differenzierung auch, ne? Ja. Vorausschauen. Ne? Aber auf jeden Fall interessant, wenn ihr noch mehr solcher Dinge habt oder Hilfe braucht. Ich meine, wir werden jetzt keine Trainingspläne schreiben für euch, ist klar, aber wir können euch auf diesem Weg absolut Tipps geben und vielleicht auch ein bisschen helfen. Dafür sind wir ja irgendwo auch als Amateur-Podcaster. Absolut. Absolut. Dann habe ich noch was sehr Interessantes. Erinnerst du dich? Ich hatte auf der Flipside of Soccer Instagram-Seite mal geschrieben, hier, macht mal die 100 voll, also 100 Abonnenten voll. Und wir haben es geschafft am Wochenende. Wir haben jetzt 100 und ich habe ja eine kleine Fanta mit Eis versprochen. Eigentlich aus Jux und Dallerei, aber ey, ganz ehrlich, wenn er darauf besteht, jederzeit. Ja, und es ist tatsächlich geworden, der Leo, den Nachnamen sage ich auch nicht, aber den kann ich auch nicht aussprechen, der ist wirklich der 100. Abonnent und herzlichen Glückwunsch zu deiner Fanta mit Eis. Ja? Einfach mal Fanta Exotic, habe ich früher gerne getrunken. Ja, neben dem Tetrapack Eistee auf dem Sportplatz, ne? Der klassische. Also die klassische, wie hieß die? Na, Fanta war so, das ist so wie so ein Viereck und dann nach oben und dann. Na, wie hieß die, die dünne, die man wohl so reinsteckt? Capri-Sonne. Capri-Sonne, herrlich. Die schmeckt. Und Martin Krüppel, mit dem war ich heute noch Fußballtennis spielen. Viele Grüße an ihn. 101. Schade. Martin Krüppel, ja, viele Grüße auch von mir. Wir haben uns Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Uns hatte auch die Zeit bei Sachsen Sportgymnasium, ja. Ja, genau. Na schön, Ivan, dann. Vielleicht sehen wir uns ja mal im Fußballtennis, dass ich euch beide mal ein bisschen mal in die Schranken weisen kann. Und genauso wie Heinzi. Heinzi, habe ich ja gehört, der kann ein bisschen. Heinzi ist eine Waffe. Ja, das wollte ich. Stimmt, da kommen wir vielleicht schon fast zu. Zu dir? Vielleicht, man weiß. Ja, absolut. Ne. Es war absolut anstrengendes Wochenende, aber positiv anstrengend, so, ne? Man hat es alles gerne gemacht, aber mit Kind ist es natürlich, also jeder von den Fossis, die sich mal Kind zulegen wollen, das kriegst du ja jetzt schon überall zu kaufen. Dramatisiert. Ja, genau. Gerade in Zeiten von Corona ist das ja ein Thema, ein Kind zu bekommen. Also überragend macht das. Also wenn das bei euch in euren Lebensplan reinpasst, ist absolut Mehrwert pur, aber es sind natürlich Verpflichtungen damit verbunden. Und diese heißen am Wochenende, aber auch richtig Tabula Rasa, Ballett, alles. Was hast du denn gemacht? Ich habe nur, Tommy hat mich herausgefordert, ja, mit seinem Hüftaufschwung. Am Reck. Den habe ich ja heute irgendwo nicht gefunden, das Reck. Aber dem werde ich auf jeden Fall nachgehen. Wie war denn? Also, was war denn so anstrengend für dich dieses Wochenende? Also wenn eine Folge droppt, ist es so, dass ich ja als Erfinder der Sache da schon noch hinterher bin und auch das versuche an den Mann zu bringen. Ganz klar, ist ja absolute Herzensangelegenheit von mir und von uns mittlerweile. Und ja, da ist es so, dass man da die Nacht vor dem Droppen halt gut schläft, aber halt nicht so viele Stunden wie sonst. Und dann gehe ich 7 Uhr mal herrlich zum Bäcker, zum DDR-Bäcker nach Stötteritz. Und dann waren wir auf dem Spielplatz, dann haben wir auch den Spielplatz gefunden. Echt ein toller Spielplatz in Leipzig, auch Reutnitz, die Ecke. Haben da Zeit verbracht, dann kam noch ein Kumpel vorbei, da haben wir noch ein bisschen was gegessen und ja, dann war es schon mal durch und dann heute herrliches Wetter, ne? Wieder positiv. Wetter ist so, wenn gutes Wetter ist, ist die Laune schon mal. Das Vitamin D einfach, ach, das Wahnsinn. Direkt Bock, ne? Das war nicht immer so bei mir, das merke ich jetzt gerade erst, weil auch dann heißt auch hier, kleine Maus, wir können jetzt hier draußen ein bisschen durchdrehen und ja, heute früh 2,5 Stunden Fußballtennis gespielt. Heinzi, absolute Waffe wieder gewesen. Also der hat wie du den Schmetterball so drauf. Das ist, kann ich zum Beispiel noch nicht so gut, aber kann man ja auch üben. Ich bin ja eher so Schädel, ne? Kandidat Schädel, ja, bist Halswirbelsäule, ja, Austausch. Du bist mittlerweile auch einer, der, das habe ich jetzt wahrgenommen, einer, der hinten auch gerne einfach auch jeden Ball holt. Mhm. Das ist ja schon mal Gold wert. Auf jeden Fall, also ich sehe uns da eigentlich ganz weit vorne, so als als kleines Duett. Als Leipziger Stadtmeister 2021. Da kann man sich ja übrigens, das finde ich auch cool jetzt mittlerweile auf der Zeit, dass jetzt diese ganzen, sagen wir mal, Fußballtennisturniere aus dem Boden schießen. In Berlin gibt es da eins, Arno hat sich da auch angemeldet, habe ich gesehen. Ja, ich habe auch gesehen, dass es letztes Jahr im Sommer ins gab, da hat Matuschka und so gewonnen oder mitgespielt auf jeden Fall. Ja. Das ist mega geil, also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und da kann man auf jeden Fall mal überlegen. Kann man angehen. Wir passen ja auch ganz gut zusammen von der Spielweise. Da
du ja so Schmetterkönig bist und ich dann Kopfballkönig und die Bälle hinten hole. Das würde, glaube ich, ganz gut funktionieren, aber du hast halt auch Radius Bierdeckel manchmal, ne? Das wollte ich gerade sagen. Du verlässt dich dann komplett auf mich, oder? Also ich komme dann, also es kommt immer darauf an, welche Regularien dann irgendwo bei dem Fußballtennis sind. Also wenn ich vorne am Netz nicht blocken kann, also Ghetto-Regeln und ekeln kann, dann muss ich mein Spiel auch ein bisschen umstellen. Ansonsten ist wirklich Bierdeckel. Ich hoffe dann quasi, dass der Ball so kommt, dass du ihn mit der, also ich bin ja mit zwei Kontakten maximal. Ja. Dass du den sofort stellen kannst mit der Annahme und ich den direkt reinfeuere. Mhm. Ansonsten wird es halt schwer. Ja, auf jeden Fall. Und aber was so Ekeln am Netz betrifft, gibt es ja auch einen inoffiziellen Weltmeister, oder? Das habe ich auch noch nie gesehen. Wir haben auch das letzte Mal 2 gegen 2 gemacht und 2 gegen 2, Entschuldigung. Das war ja unglaublich am Netz. Der hat jeden Blockball geholt oder jeden, Exi. Wo man am Netz wirklich, das ist ja auch der. Wirken ja Kräfte, wenn beide durchziehen und ihren, also klassisch beim Kenter, wenn es einen Zweikampf gibt, wo einer draufhält, das ist ja dann ja immer bei euch oder also bei uns. Also es klappert dann auch wirklich im Knie dann, also muss man auch mal sagen. Ja. Also Exi macht es ja dann, also der ist ja quasi 2 Meter in deinem Feld mit dem gestreckten Bein. Also der macht den ja auch tot. Also wenn der dann irgendwie aufkommt, dann kommt das Bein einfach rüber und wenn du zu nah am Netz bist, und ziehst dann seitlich durch, idealerweise mit dem Rücken zum Netz, weil du von hinten den Ball holst. Und du ahnst, dass da was kommt, wenn du zu nah dran bist, aber ziehst ja trotzdem durch. Und dann kommt das gestreckte Hammer. Und dann klappert es. Ich habe ja auch letztes Mal, wo ich da mal 2 gegen 2 gespielt habe, am Mittwoch, da hat es auch mal vorne am Netz gekracht. Ey, da habe ich das Kleingeld im Rücken verloren. da bin ich erstmal auf die Knie gefallen danach. Da hat es mich durchgeschüttelt. Ey, das war übelst dort, als ob ich in einer Zentrifuge gewesen wäre. Der hat da drüber gehalten. Und das, also, es macht auch Spaß. Da also, man muss dunkel. Das, ist ein bisschen hier und da grenzwertig, aber macht natürlich auch Bock dann. Ich finde überragend die Regel, dass man wie beim Tennis auch am Pfosten vorbeischießen kann. Also seitlich quasi aufs andere Feld, weil das hilft dir auch manchmal, einen Ball zu retten, weil sonst kriegst du es von Winkel manchmal nicht hin. Und das macht, natürlich darfst du jetzt, bei euch darf man ja gefühlt reinschießen dann, richtig, Volley. Ja, du darfst am Netz vorbeilaufen, ne? Also wenn du den, also kann aber auch sein, also das darfst du halt nicht vergessen, wenn der Ball halt außerhalb des Netzes ist oder außerhalb des Spielfeldes, irgendwo im Freien und du kannst ihn seitlich am Netz dann reinfeuern, ja, dann kannst du ja darauf verlassen, dass dann, also wenn es im 1 gegen 1 nicht, selten, dass die Scheiben aber im 2 gegen 2, dass da einer kommt und versucht eher am Ball zu sein und dich eigentlich anzuschießen. Oder dann auch auf jeden Fall zu packen. Aber wenn du ihn anschießt, dann... Ja klar, wenn du eher am Ball bist, dann ist es immer gut. Ja, da kann man schon... Wir haben es nicht ganz so krass gespielt, da hieß es, man darf ihn noch reinspielen. So. Von wegen, dass die den dann fair annehmen können, weil die Regeln bei uns sind noch so ein bisschen... Ich finde es ja eigentlich ganz gut so, aber... Fairness ist natürlich bei unserem... Nee, das, aber es trotzdem hat was. Ich meine, beide Seiten... Wir spielen auch mit 3 Kontakten, 2 gegen 2. Das geht. Das ist auch nochmal was anderes. Aber ja, das ist... Das haben wir jetzt auch durchgekaut. Also wir reden nicht mehr von Fußballtennis ab sofort, aber es ist wirklich immer wieder geil. Es macht so einen Spaß und du bist auch durch. Also ich war wieder klipperklar. Das war mega. Und ja, da haben wir, habe ich ja, das haben wir mal angesprochen, haben wir das schon mal angesprochen? Thema YouTube? YouTube. Ja, wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal. Darauf hast du gesorgt. Dafür bist du einfach nur sowas von hinterher, muss ich sagen. Muss man dir einfach die lassen. Begeistert, ne? Ja. Und da war so die Idee, ihr könnt doch gerne mal, wenn ihr Bock habt, uns auf den Kanälen ein paar Mitschriften zukommen lassen, auf was ihr gerne sehen wollt. Also wir sind da auch schmerzfrei. Da gibt es auch nicht so, ah ja, Ivan, komm, ich mach mal mit angezogener. Ich bin da so ehrgeizig, ich will dich da wirklich demontieren. Also, weißt du, einfach jegliche Körperteile demontieren. Ja, aber es kommt ja der absolute Ehrgeiz durch. Also, ja, macht auch keinen Spaß, wenn ich bin bei sowas beim Battle, bin ich mir auch nicht, ich bin bei meistens, ich weiß nicht, wie es dir geht, bin mir auch für nichts zu schade, so ein bisschen auch. Ja, also da gibt es auch ganz stumpfe Aufgaben, die werden dir aber absolut durchgezogen und du willst die gewinnen. Ne? Absolut. Also da bin ich, also jetzt haben wir ja einen Hüftausschwung, muss ich erstmal kurz nachgehen. Mhm. Ansonsten, ja, also bin ich für jede Schandtat eigentlich. Wenn ihr wollt, dass Ivan 600 Liegestütze am Stück machen muss, dann mach das, ich mach's nicht. Bin ich aber gespannt. Ja. Wer zuerst 600 schafft? Ja, gut, dann, aber da brauche ich auf jeden Fall einen gelben nächste Woche. Kommst einfach ohne Arme. Ja. Entschuldigung, die Maus dann, das ist absolut, absoluter Roboter, dann ist wild. Aber ja, die Idee dahinter ist, ja, eigentlich mit dem Fußball-Tennis-Match mal zu starten. Ich denke, das kriegen wir auch relativ, ja, in den nächsten 2-3 Wochen mal hin. Und
Ja, seid gespannt. Ach ja, da wollte ich noch ansprechen, wenn es jemanden von euch gibt, der leidenschaftlich eine Kamera bedienen kann. Ist ja wirklich so das Thema Hobbys. Der kann auch gerne auf uns zukommen, weil ich muss sagen, so, ja, Videos drehen und Bilder machen bin ich ein bisschen raus. Ich weiß nicht, wie es bei dir da aussieht. Du kennst mein Handy. Ja, Also den Backstein nennst du. das ist ja quasi, dass ich habe letztens nochmal mit Freundin verglichen, mein Bild und also also es ist eigentlich die Qualität, ist wie unter Wasser. Also das ist total sinnlos. Und ich bin da auch nicht gut. Ganz keine Frage, sowieso in allem, wenn eine Kamera bedienen, klar. Also wenn mir jetzt einer die Kamera in der Hand drückt, kann ich das machen. Aber ich bin jetzt auch nicht so kreativ. Aber die Jungs in dem Fall Flip und Seid da so zu präsentieren, dass da auch was bei rumkommt. Naja, darum geht es ja nicht, aber ich glaube, das kann man schon gut aufmachen dann. Ne, wir reden ja quasi das Interne. Wenn einer Bock hat auf sowas, keine Frage, es soll ja auch kein riesiger, soll einfach nur ein Zusammenschnitt Nö, von das 2, 3, 4 Minuten sein. richtig so ja, kann man da nochmal ins Detail gehen, wenn wir da noch ein bisschen drüber sprechen und wenn da vielleicht jemand ist, der Bock drauf hat. Aber ansonsten stellen wir einfach eine Kamera mit dem Stativ hin und los geht's. Na klar. Ja, und nee, da könnte auch Thema YouTube, wer jetzt nicht so affin ist mit diesen ganzen Apps, Spotify und wie sie alle heißen, kann man auch einfach stumpf auf YouTube da das anhören. Ist halt dann ohne Bild und Ton dann aber, ne? Und unser Logo im Hintergrund und ja, eigentlich eine coole Sache, was da geboten wird, dass es auch darüber möglich ist heutzutage, wenn man überlegt, wie sich die Technik so weiterentwickelt hat. Ja, Ist ja jeder in der das ist Lage, toll. irgendwas zu machen? Ja, da stehen wirklich jede Tür offen und es gibt nicht mehr so viele Ausreden wie früher, weil früher die können nicht dafür, aber die konnten, denen waren die Hände gebunden. Und uns, in dem heutigen Zeitalter, tobt euch aus. Das ist wirklich klasse. Und ja, dann habe ich noch so ein Thema für Schaum. Das war, also ich konnte es nicht fassen, ne? Wir haben ja schon wieder eine Entlassung in der Bundesliga, eine Trainerentlassung. Ich habe heute so ein Bild gesehen, weiß nicht, war glaube ich auf Insta oder so. Da schlägt einer mit einem Stahlrohr oder mit einem Rohr einen anderen will er auf den Kopf schlagen. Und bei allen drei Sachen, also quasi der Mensch, also ich schlage dir jetzt mit einem Rohr auf den Kopf, bei mir ist ein Schalke-Bild, auf dem Rohr ist ein Schalke-Bild und bei dir ist ein Schalke-Bild. Was ja Also bedeutet, dass absolut, das ist Selbstzerstörung quasi, ja ne? Also das und ist Wahnsinn. Also ich finde das auch. Und interessant fand ich ja, also Schalke hat sich nicht so verfolgt, ich habe es am Wochenende auch Bundesliga alle Spiele geguckt, dass die Spieler gegen den Trainer sind. Da fand ich auch von Didi Hamann einfach auch. Ich mag den eigentlich nicht so, muss ich sagen. Nervt mich ein bisschen, weil der eigentlich nur am Kritisieren ist. naja, der versucht immer zu Ja, schießen und Statements zu also setzen, so, immer ne? irgendwas, immer, ich weiß nicht, wieso er das macht, aber gut. Aber die Aussage, Polarisiert, ja. ja, die Aussage fand ich ganz interessant, dass er sagt, also was nehmen sich denn auch die Spieler raus? Ey, Also, ich habe 8 Punkte, gehört, oder wie viel haben sie jetzt? 9. 9 Punkte, Nach 35 23 Spielen. Spiele. 23 Spielen, aber 35 Spiele nur 1 oder Kids gewonnen, Ja, ne? Doch 1 gegen Hertha, ja. eins gewonnen und jetzt schon der vierte Trainer und der Trainer ist nicht Die gut. rammeln da hoch zum Sportvorstand und sagen, nee. Also ich habe gehört, was wirklich schwierig ist, weil ich auch erstmal die Meinung wie du hatte. So, ne? Also die Spieler, die spielen scheiße, gehen zum Vorstand und wollen einen Was soll Trainer das loswerden. Das ist sein? wirklich ganz unterste Schublade. Was es ein bisschen relativiert, aber keine Ausrede ist, weil die Spieler sind in der Pflicht, ist, dass der Groß heißt da, glaube ich, ne? Dass der irgendwie die Spieler untereinander, also von Schalke, durcheinander, die Namen durcheinander gebracht hat. So, hier, keine Ahnung. Bastian Otschipka hat er halt irgendwie mit Harit angesprochen, jetzt mal ganz stumpf Nach gesagt. 10 Wochen. Ja, naja, sind es schon 10 Wochen? Ich weiß nicht, wie viele Spiele der ist. Ich habe irgendwie gesagt, 8 oder 10 Spiele hatte der. Naja, gut, mit den ganzen, da war auch DFB-Pokal dabei, da waren sie noch, oder sind sie noch drin, weiß ich gar nicht. Erst du bist 7 Wochen am Start oder so, aber muss man überlegen, wenn du, Ist dass ja du jeden Trainer Tag mit wirst, denen ist ja jeden. nicht, der wird ja nicht einen Tag vorher angerufen, wirst Trainer, am nächsten Tag ist er da. Du beschäftigst dich ja mit den Gesichtern, also wäre für mich übelst wichtig. Auf dem Niveau. Ne? Und hat auch bei den Auswertungen und Vorbereitungen auf die Spiele, nach den Spielen, halt die Namen der Spieler in der Bundesliga durcheinander gebracht, dass man vielleicht mal jemanden, ohne jetzt Bielefeld zu nahe zu treten, da jetzt nicht gleich so einen Namen drauf hat und den vielleicht mit einem Fabian Klos vorweg, obwohl mit dem nicht, aber mit irgendjemand anderem wechselt, da gehe ich noch mit, aber also das ist ja schon ein bisschen schwierig. Als Bundesliga-Trainer, als
jemand, der... Woher hast du überhaupt die Info? Also, ich hatte mich heute früh beim Tennis da mit jemandem unterhalten und der hatte mir das mitgeteilt und das hat er ja nicht erfunden, das hat er irgendwo gelesen. Und die so, können es aber erfunden haben. Ja, natürlich. Also, wenn das stimmt, gut, also das ist eine nervige Sache und es zeugt eigentlich davon, also dass ich mich mit dem Thema nicht ganz so auseinandersetze, nicht ganz so drinne bin. Mhm. Also das mit dem Namen, habe ich auch schon mal in einer Folge gesagt, das fiel mir auch sehr schwer, wo ich bei uns jetzt angefangen habe, am Anfang direkt reinzukommen, aber eigentlich ist das so nach einer Woche gegessen. Und bei uns, wir hatten 3-4 Mal Training. Ja. Und ich hatte eigentlich quasi gar keine Vorbereitung. Ja, aber Schalke, die sehen sich ja nicht so oft. Ich weiß ja auch, also die siehst ja im Fernsehen ein paar Spieler, was du automatisch kennen. Und dann setzt du dich, du siehst dich ja jeden Tag und du hast ja auch einen Staff. Du kannst ja auch am Anfang einfach viel delegieren. Ja. Ich meine, das ist jetzt auch kein junger Trainer, der jetzt wahrscheinlich hier die Welt auf den Kopf stellen will, sondern eher mit seinen Worten das ja, regeln. Ne? Und du, also das mit dem Gegner, also die werden alle Video, die haben 3 ja. Media-Analysten, die werden das nicht nur die Szenen schneiden, sondern wahrscheinlich Namen da noch dran machen und der Stärken, Schwächen hast du nicht gesehen. Und dann kann ich das natürlich auch nicht ganz, also wenn das war, ist nicht ganz nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz sind die in der Pflicht nach 35 Spielen keine Frage. Also da kann ja auch, egal wer, da kann ja auch ich mich hinstellen. Gerade auf jeden Fall, ja. Ne? Und sagen, schlechter wird es nicht mehr. Also, ja, A, das und B, aber es muss ja irgendwo, und das finde ich halt immer sehr spannend, aber letzten Endes, ja, was willst du machen? Also du bist halt das schwächste Glied. Ist halt irgendwo so. Ne? Das hat sich, so ein Muster hat sich ja irgendwo eingepegelt. Ja, wie beim HSV damals, ne? Und ja, also und so ein bisschen, du bist als Verein... bist du halt mehr an die Spieler, also von den Spielern abhängig. Die müssen ja machen, der Trainer. Der kann nur erzählen und machen und tun, Überzeugungsarbeit leisten und die auch irgendwo Voraussetzungen schaffen mit den Trainingsinhalten, keine Frage. Aber umsetzen kann es nur der Spieler an sich. Da, wo du auch sagtest, hier, Jungs, jetzt in unserem Fall, ihr seid auch ein bisschen selber für euch verantwortlich, in der Zeit was zu machen, jetzt, weil ihr halt nicht geht, trainingstechnisch. Aber das Nächste ist ja auch, da holen die einen Hunter zurück. Klaas-Jan Huntelaar, der ist verletzt seit 7 Wochen. Der kommt verletzt schon an. Der kriegt auch ein bisschen was dafür. Ne? Ich kann mir das auch nicht. Medizincheck. Thema Medizincheck. Da wird alles wirklich auf den Kopf gestellt. Du wirst 57 Mal getestet. Du gehst durch 7 Röhren. Mhm. Und ja. Und dann ist er einfach jetzt 7 Wochen nicht dabei gewesen, weil er verletzt. Wissen wir auch immer nicht genau, was da für eine Rolle spielt. Man kann immer nur erahnen und deuten und machen und tun. Aber das ist auch so ein Ding. Ich meine, das ist ja eher eine Marketingverpflichtung. Weil der hat ja auch bei Ajax nicht mehr so viel gespielt. Schon ein bisschen polarisieren. Ja, na klar. Aber ein geiler Stürmer gewesen. Ich will den gar nicht kleinreden. Aber dir hilft doch gerade eher in jemand anderes. Wahrscheinlich fällt mir jetzt gerade keiner ein. Aber eher weiter so. Das ist, ich weiß es nicht. Der HSV ist auch gerade schon wieder am Schwitzen. Die sind heute am Morgenspiel. Das ist ja auch so ein Muster bei denen. Die haben ja in den 2 Jahren, wo sie jetzt, oder ist jetzt das 3. Jahr, 2. Liga, waren sie immer oben dabei und kurz davor haben sie es da nicht geschafft. Die sind jetzt schon wieder 4. Haben morgen noch ein Spiel, können wieder punktgleich mit den 1. sein. Da ist es sehr eng in der 2. Liga. Aber da kriege ich auch schon wieder, habe ich auch schon wieder Bauchschmerzen, dass die wieder hochgehen. Wobei die sich ja auch finanziell, glaube ich, wieder ein bisschen rehabilitiert haben und da auch ordentliche Leute am Start sind. Was meinst du mit Bauchschmerzen? Also na, dass die wieder nicht aufsteigen. Ich meine, der Verein gehört in die 2. Liga, so HSV. Also, die 2. oder 1.? Danke. Ja, also die natürlich erste, in die 1. Liga. Sehe ich auch absolut so. Ja, aber ich sehe die Tabelle, die waren mal mit 6 Punkten weg. Und jetzt geht es langsam dem Ende zu. Ich meine, es kommen viele englische Wochen noch, damit die vor der EM, sofern die stattfindet, auch die Spiele bis Ende Mai fertig haben. Und ja, kann man nur gespannt sein. Und ja, also jeder Verein, wie auch Kiels ist und andere kleine Vereine, den gönne ich das absolut. Und wenn die das schaffen, zu Recht. Aber so Namen wie Bochum, der HSV, eigentlich Kaiserslautern, 1860, mit den Vereinen sind wir auch so ein bisschen aufgewachsen. Ne? Die gehören für mich so mindestens in die 2. Liga, wenn nicht sogar in die 1., weil du hast ein riesen Fanpotenzial dahinter. Die Kleinen haben auch sich was aufgebaut, aber die lächzen ja einfach mal wieder da oben anzuklopfen und da zu machen und zu tun. So Union Berlin, die haben ja eigentlich noch nicht so in dem Bereich gespielt, aber haben eine übelste Base und waren früher in der DDR sehr beliebt und so ein Arbeiterverein. Das ist geil, ne? Aber ey, Kräuter Fürth, Paderborn, Entschuldigung, aber das ist, ich gönne denen das, aber das ist so schwierig. Ja, aber interessant ist halt wirklich im Fußball, dass es halt auch sportlich einfach entscheidet. Na klar. Das ist halt das Geile daran, ne? Egal mit welchem vermeintlichen Potenzial oder was da auch immer dahinter steckt,
In Hamburg war ja nie immer so ruhig, wo man, also als Außenstehender, der gar nichts damit zu tun hat, hast du die Vermutung, meisten Millionäre und das ist ein Riesenpotenzial in der Stadt, hat alles die Stadt. Also ist auch in Anführungszeichen erstmal nur der Verein, ne? Also St. Pauli noch ein bisschen, ne? Klar. Aber ansonsten, die Stadt muss da einfach in die erste Liga. Das ist ja genau dasselbe Thema wie mit Hertha jetzt, ne? Also, dass die nicht so richtig schaffen, schon seit Jahren. Das hatte ich auch letztens, das Thema. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber du siehst ja in den, wir können es mal gerne durchgehen, ne? Wen haben wir in Spanien? Landeshauptstadt Spanien? Oh, jetzt wird es vielleicht peinlich, ne? Madrid. Nein, ist gut. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Italien, naja, ist auch nicht so einfach, ja, aber zumindest Lazio und AS Rom, ne? Ich sage jetzt Rom. Hast du gerade Mailand gesagt? Ich habe Mailand gesagt, ich bin na, raus. Mailand oder Madrid. Also, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ja. Viele, viele Grüße an, es war Andi Möller, glaube ich, ne? Andi Möller. Ja. Andi Möller, genau. Ja. Und dann hast du, ja, die haben es auch nicht so einfach, weil da Meistertitel jetzt auch nicht so präsent waren, aber die sind immer zumindest mal in der Champions League gewesen. Und dann hast du England, na, das ist ja einfach, ja. Zu viel. Das sind wirklich so viele Vereine. Ja, dann Frankreich, PSG. Ja. Und Holland, Ajax, so, ne? Und in Deutschland ist in der Landeshauptstadt einfach tote Hose internationaler Fußball und Titel. Warum nicht? Klar, das hat sich auch entwickelt mit Dortmund und Bayern über die Jahre. Da ist hin und wieder mal so ein Verein wie Wolfsburg und Stuttgart reingerutscht, auch Bremen in den 90ern und mit der Ailton auch Anfang der 2000er. Aber Hertha, so, die waren immer in der Champions League mit Alex Alves und Marcel Mino. Ja, das war eine geile Mannschaft. Ja, na klar, mega. Aber warum? Jetzt wollen sie ja versuchen mit den Winterkornen, heißt der, glaube ich, da irgendwas auch ein bisschen künstlich, Geld ist immer künstlich zu erreichen, aber ohne Geld wird es schwierig oftmals. Aber warum funktioniert das nicht? Das ist so. Ja, es ist schwer, also klar, wir wissen es nicht. Also du kannst nur Vermutungen stellen, keine Ahnung. Umso interessanter ist es natürlich, dass ja, dass einfach Union, der vermeintlich viel kleinere Verein, viel, viel kleinere Verein, jetzt so eine Rolle spielt. Und das ist halt, das habe ich halt vorhin gemeint, das ist halt das auch das Schöne am Fußball. Ja, diese ganze, in Anführungszeichen, Potenzial oder Geld oder wie auch immer, dass das letzten Endes, klar, irgendwo ein kleines Puzzleteil ist, was dir helfen kann, aber kann dir auch schaden. Auf jeden Fall finde ich auch bei Eintracht Frankfurt gerade so bemerkenswert. Gut, jetzt haben sie, glaube ich, verloren am Wochenende, aber das ist ja auch so eine stetische Entwicklung. Die waren ja eine Fahrstuhlmannschaft, da hat man schon in der Folge drüber gesprochen, als Jovic zurückkam und dann gleich gebombt hatte, aber das ist einfach eine geile Entwicklung, die die genommen haben und da sieht man auch, so ein kriselnder Verein kann das packen. Wolfsburg, unglaublich, die waren ja für mich mal eine Zeit lang, ja, da dauert nicht mehr lange, da sind die auch wieder in der zweiten Liga, aber die sind seit, glaube ich, Ende der 90er in der Bundesliga, ohne abzusteigen. Ja, Roy Präger damals. Roy Präger, André Juszkowiak. Das ja, mit dem bin ich gejoggt in Aue. Ja, stimmt, da gab es ja auch ein paar Storys. Und ja, also klar, müssen wir nicht drüber reden, ist wie Leverkusen, da ist ein bisschen was dahinter, ne? Ja. Wegen VW. Aber trotzdem, bei anderen Vereinen ist auch was dahinter. Aber es hat nicht funktioniert, ne? Da sind auch diese entscheidenden Leute halt, die da was zu sagen haben, wie Rudi Völler in Leverkusen oder, oh, lass mich lügen, aber ich glaube Schmadtke in Wolfsburg. Hm. Da siehst du auch, dass die einfach einen guten Job machen. Einfach, hm. Bei der, muss man sagen, Glasner, haben wir ja schon mal ausgehört, macht einfach scheinbar, also da ist ja auch Ruhe in Wolfsburg, ne? Da war auch oft mal ein bisschen Unruhe, ne? Viel, in, also immer in kürzeren Abständen. Und jetzt haben die einfach mal, die haben bodenständige Arbeit. Du hörst nicht so viel von denen, sondern guckst nur Fußball. Ja, das klappt einfach so, wie es jetzt gerade ist. Und das ist halt auch immer schön. Ja, auf jeden Fall. Nee, ist übrigens Sportdirektor gerade Marcel Schäfer, selber auch Spieler gewesen. Kam zurück, der hat aufgehört, hat glaube ich dann irgendwo USA so wie so ein Jahr gemacht oder sowas und hat auch studiert. Mhm. Und ist dann, den wollten die sowieso einbauen, der wollte erstmal gucken und sich weiterbilden und all solche Dinge und für ihn war klar und für den VfL Wolfsburg war ja auch klar, dass sie ihn danach einbinden und dass er jetzt natürlich da so eine Rolle spielt. Ja, umso schöner. Und vor allem in den jungen Jahren, die er auch... Bei Marcel Schäfer muss ich gerade irgendwie an eine Sache denken, bin ich gespannt, ob du das auch zelebriert und fabriziert hast. Das war für mich so eine klassische Bank hinten links bei Comunio. Nee, habe ich nicht gespielt. Wirklich nicht? Nee. War kein Thema? So. Das war ich, so weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich habe irgendwas immer, aber nur ein Jahr lang oder so. Das war ja damals, ja, du musstest dann immer wieder hinterher sein und so. Und
Da ging es ja darum, also du hast eine Mannschaft jetzt zusammengekauft mit irgendeinem Budget. Und dann, was für jeden Spieler gleich war, ne, das Budget. Es waren noch alle Spieler zur Verfügung. Es waren alle Spieler zur Verfügung. Du musst halt eine Mannschaft mit dem Budget zusammenbauen und dann quasi 40 Millionen waren es. Aufstellen und dann hast du Punkte bekommen für Assists, Einsatz, gelbe Karte, Minus. Spieler des Tages oder so. Ja, all solche Dinge. Das habe ich ein Jahr lang gemacht, glaube ich. Und weiß nicht, ob das Communio war, ob das eine andere Plattform war, aber auf jeden Fall. So war es halt. War eigentlich ganz, also da hat es mich ein bisschen genervt, dass wirklich du jeden Tag auf die Transferliste gucken musstest, dann wieder dich überboten hast, dann war immer schon so in diesen, wie konnte man kommunizieren? Das war ja damals ICQ oder so. Mhm. Oder SMSen. SMSen, das so richtig, könnte mein Vater gesagt haben. Das gar keiner mehr, ne? Ja. Da war es schon so ein Kribbeln. Ey, habe ich den bekommen jetzt? Zum Beispiel damals Raphael van der Vaart vom HSV. Habe ich 1 Euro mehr geboten, so gefühlt. Weil du darfst ja auch nicht überpacen. Du musstest zum Spieltag immer noch, da musste dein Kontostand im Plus sein, damit du überhaupt antreten durftest. Und das war mega. Es hat mega Spaß gemacht. Aber irgendwann war die Zeit nicht mehr da, jeden Tag da reinzugucken. Da habe ich eine andere ganz coole Sache. Das ist Kicker Manager Interactive. Da machst du vor der Saison einmal deine Aufstellung, musst halt einen 20er Kader aufstellen, das ist eigentlich auch Quatsch, weil du füllst ja dann nur, sag ich was, 13 Spieler, die spielen werden und die anderen 8 oder 7, ja, sind dann 150.000 Euro Spieler, aber das ist halt entspannt, weil du weißt, du hast dann einen Kader zusammen, musst mit dem das ganze Jahr gehen, kannst in der Winterpause noch 4-mal wechseln und da wird es schon ein bisschen geekelt bei uns in der Gruppe da, wenn wir das spielen, ne? Gibt es auch ein Startgeld und dann kannst du auch ein bisschen was gewinnen, damit es nicht komplett langweilig ist. Ja gut, der Preispool macht ja immer Sinn dann. Ja, genau. Ja, du zahlst ja meinetwegen jederzeit 5er ein. Jederzeit einen 10er ein, ja, ja. Und dann wird das die ersten 3 kassieren. Und noch eine andere Sache ist auch eigentlich, kannst du es keinem erzählen, ich mache hier einen Podcast über Fußball, stelle mich ja schon ein bisschen hin, als würde ich was wissen. Und wir haben so Kicktipp. Das ist ja auch so. Das habe ich gespielt, glaube ich. Ja, genau. Das war aber nur, das ist nur Ergebnistipp. Ja, genau, das haben wir immer zur WM und EM habe ich das immer gespielt. Ja, ist wirklich eine coole Sache, weil es ja da auch immer um was geht. Wir haben da eine Gruppe mit so ja, ehemaligen alteingesessenen Chemikern, die früher beim FC Sachsen präsent waren und dann noch so ein paar in meinem Alter. Und ja, 20 Euro Einsatz, also auch, da geht es richtig um den Pott. Und der Letzte, der die rote Laterne hat, muss einen Grillen organisieren. Ja, wahrscheinlich. Das ist schon mies. Und dreimal dürft ihr raten, wer wirklich gerade die rote Laterne innehat. Na gut, jetzt habe ich es schon verraten. Also mir fällt jetzt hier nur einer ein. Ja, Thomas Kind, das ist wirklich finster. Wie weit bist du entfernt? Ja, das ist wirklich nicht viel. Ja. Das sind so 5 Punkte und du kriegst ja pro Sieg 4. Also per richtig getipptes Spiel 4 und Tendenz 3, dass die Mannschaft gewinnt, wo du draufgesetzt hast oder unentschieden, gibt es dann 2 Punkte. Und wenn du falsch liegst, gibt es völlig überraschend 0 Punkte. Ja. Deswegen hast du vorhin so über Grillen gesprochen. Ne? Was machen wir? War das Thema? Ja, es kann Sinn. Ich hatte das heute auch mal irgendwo mit jemandem gesprochen. Kann schon sein. Aber Vogelwild, ich habe auch nie groß was gerissen. Zu meinem Schutz, ich habe auch schon 4 oder 5 Mal vergessen, den Freitag zu tippen, weil du musst bis Freitag vorm Spiel, vom ersten Spiel am Freitag, deine Ergebnisse abgeben oder deine Tipps. Da fehlen mir halt 5 Freitage, aber ob ich da jetzt das richtige Ergebnis getippt hätte, keine Ahnung, aber ich wäre bestimmt näher dran oder zumindest vorletzter. Ja, da werde ich auf jeden Fall nochmal Muße reinstecken. Ich meine, das Grillen wäre schon cool und denke ich mir auch kein riesen Aufwand, aber dieser Ehrgeiz da, ne? Du willst ja nicht verlieren. Ja? Du willst es dir ja nicht nachsagen lassen, dass du da schlechteste in dieser Tabelle bist. Natürlich nicht, aber du kannst die Bundesliga nicht tippen. Das ist ja, hast du am Wochenende wieder gesehen hier. Ne? Ja, kannst du, so wie ich. Ich habe alles richtig gehabt, aber... Naja, die Verifizierung. Die Verifizierung hat gefehlt. Ansonsten wär ein bisschen Kleingeld ins Portemonnaie gekommen. Ganz klar. Also das... Da bist du selber dran schuld. Was sagst du eigentlich zu deiner Lieblingsmannschaft jetzt am Wochenende? Meine Lieblingsmannschaft, also die hat sich ja sehr schwer getan, erste Halbzeit. Aber natürlich hat Haaland den Heuer Fernandes berühmt geschossen, erste Halbzeit, und dann haben sie es gelöst. Aber ich fand es halt wirklich albern. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die haben dann so nach dem Tor direkt in die Kamera gepostet. Reyna, Sancho und Haaland und Reus, glaube ich, so. Ist ja schön, dass sie wieder am Bord oder wieder Spaß haben und auch die Spiele gewinnen, aber dann so, weil das auch ein bisschen den Gegner bloßstellt, wenn du dann zur Kamera läufst und dann so Arme verschränkst und so ein bisschen lustig guckst. Also vor 5 Wochen war ja, ne,
Kurz vor, war es kurz vor knapp. Ja, das, die sollten lieber ordentlich weiterarbeiten und ihre Ziele erreichen. Was bedeutet Champions League Platz? Und ich sag mal, wenn du jetzt nächste Woche gegen Sevilla oder übernächste Woche da weiterkommst, wo es ja nicht schlecht aussieht nach dem 3-2 im Hinspiel dort, ja, bist du im Viertelfinale und dann kann es ja schnell gehen, dass du auch mal in der Halbfinale kommst. Das ist ja dann bei den unter den letzten 8 möglich. Und DFB-Pokal sowieso, da finde ich das Shooter, das lenkt so ein bisschen ab. Aber ja, das ist halt die Jugend von heute, wie man sagt. Das ist halt wirklich schnelllebig, ne? Aber ja, aber letzten Endes geht es in dem Moment. Also den kann man ja auch mal genießen, natürlich. Ja, absolut, solltest du ja auch. Ja, aber die wurden ja durchweg beleidigt, wochenlang. Deshalb spielt er auch vielleicht wahrscheinlich auch eine große Frustrolle. Ne? Ja, einfach also mal wieder freien Lauf lassen und mal das machen, was ihnen gerade so einfällt, spontan da. Ne? Weißt du, wie fandst du eigentlich den, das ist mir als erstes aufgefallen, Stuttgart gegen Schalke? Was war denn eigentlich mit dem Platz nicht in Ordnung, Alter? Das war ja wirklich eine Mohrrübenwiese. Hey, was war denn da bitte auf der Seite, auf der Kamera, also auf der Kameraseite quasi? Ja. Ey, hast du noch was Grünes gesehen? So? Ey, was war denn das? Ich dachte, die haben dort Beton verlegt. Das war ja grau. Klassischer Bolzplatz. Das war ja grau. Also ja. Da habe ich mir wirklich dann gedacht, so, was ist denn das? Also was ist denn da passiert? Spielt da eine andere Mannschaft noch? Oder? Ja, nee, ich glaube, die Stuttgart Tigers haben da Rugby gespielt den Tag zuvor. Nee. Das war wirklich, also keine Ahnung. Ich war ja, na gut, die haben auch eine große Belastung auf den Plätzen, weil ja gut, englische Wochen, nee. Stuttgart hat ja gar nicht so viel Belastung, denkt man. Aber vielleicht ja, war die Sonne, stand nicht so gut wie sonst, damit da ein bisschen. Das sah wirklich ganz komisch aus, also da war ich ein bisschen irritiert. Mhm. So muss ich sagen. Also du würdest den Platz jetzt direkt entlassen. Also Greenkeeper. Und den von Schalke einstellen. Ja. Die haben ja heute alle entlassen. Ja, jetzt haben die umgekehrt 1, 2, 3, 4 bis morgen. Oder wie geht's denn jetzt weiter? Hast du eine Idee? Keine Ahnung, also ich bin da wirklich auch raus mittlerweile. Das ist so, am Anfang war ich natürlich so ein bisschen gehässig, weil Dortmund Schalke. Irgendwann wusste ich nicht mehr, ob ich weinen oder lachen sollte. Und mittlerweile bin ich ratlos und hilflos auch, was die Meinung betrifft, weil das ist, ja, da geht es vielen so. Also da, wer da gerade noch so Hoffnung hat, was dieses Jahr betrifft, Respekt, dass man da noch Hoffnung haben kann, die müssen einen kompletten Neustart angehen und ja, da ist auch die Frage, was holt man jetzt für einen Typ Trainer? Selbst da bin ich ratlos. Weil es waren ja alle verschiedenen Trainertypen da. Tedesco, das war noch vor anderthalb Jahren oder so. Dann auch erfahrene Trainer wie jetzt den Groß. Mir fallen die Trainer schon mal gar nicht mehr alle ein. Wer war denn da noch im Start? Lisa Walter, ne, oder? Bitte? Der jetzt von England kam. Ja, genau. Das war hier, der Trauzeuge von Kloppo. Genau. Der hieß, glaube ich, wie hieß denn der? Weiß ich gerade nicht. Aber den fand ich eigentlich ganz so cool. Der hat auch eine. Wagner. Nicht Wagner. Nicht Walter, sondern Wagner. Ja. Der hat auch einen guten Eindruck, Mann. Der war ja auch erfolgreich eine kurze Zeit lang. Da waren die ja ganz gut. Da waren die auch in der Hinserie, war das in dem Jahr? Ich glaube, genau, letztes Jahr. Letztes Jahr hin. Ja, dann aber ab da ging es ja los. Ja, genau. Ich habe wirklich, bin raus als zweite Liga und vielleicht so ein Glasner-Typ wäre nicht schlecht, aber selbst, du könntest vielleicht auch einen Glasner da gerade hinstellen. Keine Ahnung, die Spieler müssen mal wieder ein bisschen mehr Gas geben und die haben ja wirklich auch ein paar gute Spieler dabei, wenn sie ihre Leistung abrufen würden. Der Stambouli und Bentaleb, beide bei Tottenham mal gespielt. Harit. Bentaleb spielt ja schon ewig, der ist ja nur, aber der, ich fand ihn auch früher, wo er gekommen ist, eigentlich auch ein geiler Kicker, Linksfuß und so, aber ist ja eine Koryphäe einfach, ne? Also ist ja permanent irgendwas mit ihm. Entweder verletzt, dann wurde er suspendiert, dann hat er einen Elfmeter verschossen, dann hat er irgendwas gesagt. Dann hast du ja noch einen Harit, das ist ein genialer Fußballer. Also wenn der freien Lauf gelassen wird, dann geht da richtig was in der Offensive. Aber ja, Mustafi soll da die Abwehr zusammenhalten und hatte in seinem ersten Spiel nach 70 Minuten erstmal Krämpfe. Hat aber auch nicht einmal trainiert, das haben wir ja schon mal. Das war ja schon ganz interessant. Also ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor. Ne? Es sind ja ganz viele jetzt 4 Personen weg, ne, oder 3. Also entscheidende Personen, die auch viele Entscheidungen getroffen haben, wo auch viel zusammengelaufen ist. Ja. Wie geht es denn da jetzt weiter? Also da muss ja im Total auch, wie viel Unruhe, also vielleicht auch Ängste, also was da nicht alles für Gefühle da jetzt auch in der Geschäftsstelle einfach auch sind, in dem Verein. Du musst ja jetzt planen, wie du schon sagst, also du darfst ja nicht naiv sein. Und also ich ahne da Schlimmes, weil der Verein an sich, ich war ja in der Nähe dort 10 Jahre lang gespielt, trainiert,
und auch gegen Schalke U23 spielen dürfen und dort auf dem Gelände. Das ist halt ein geiler Verein. Also riesen Potenzial. Und dass das jetzt quasi so in die Brüche geht. Aber so ist halt, was willst du machen? Ne? Das ist halt so. Und jetzt würde es mich mal wirklich interessieren, wie die sich da, also was da jetzt gerade so abläuft hinter den Kulissen. Wir hatten mit Chemie auch mal ein Testspiel gegen die zweite von Schalke. Da waren die noch Oberliga. Und es war im Rahmen der Kampagne Flutlicht für Leutsch, glaube ich. Ja. Und da war damaliger Trainer Gerald Asamoah. Ja, der ist ein Teammanager. Ja, wo ich mir denke, ey, ich weiß nicht, ob der einen Schein hat, aber ey, warum nicht? Ey, du kannst ja nicht mehr viel falsch machen. Wenn der einen Schein hat, stell dir noch dahin. Der hat schon mal, die Fans haben wieder was, wo sie sich dran hochziehen können, weil es ist ja eine absolute, wie du schon sagst, für uns Koryphäe. Er ist ja eine absolute Koryphäe. Also, geiler Typ und den, ich kann ihn als Trainer jetzt nicht so einschätzen, aber wenn er die zweite gemacht hat, dann wird er ja zumindest mal ja, vielleicht interimsweise das so machen können und du stellst halt jemanden hin, der Fußballlehrer ist. Mhm. Als Co. kannst du ja dann gut kommunizieren. Das machen ja viele Regionalligisten auch, wenn die A-Lizenz fehlt oder Drittligisten, wenn der Trainerlehrer noch fehlt. Ja, warum nicht? Aber ich weiß es nicht. Also da fällt mir ein bisschen die Fantasie jetzt auch, ja, wie es da weitergeht. Aber es ist interessant, also dadurch, das Schöne am Fußball, es gibt immer gute und nicht so gute Zeiten oder bei Schalke halt nicht so gute und wirklich ganz, ganz schlimme. Ja, muss man sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, vor allen Dingen, ob es, also ich ahne es sogar eher so, also das wäre natürlich der Super-GAU. Je nachdem, wie es da jetzt weitergeht. Auch hier, ne? Ja, geldtechnisch alles. Da hängen ja so viele Arbeitsplätze dran und das ist ja Wahnsinn. Die auch mit Herzblut da, ja, in die Geschäftsstelle also rennen jeden Tag. Alles. Und meistens trifft es ja erstmal die kleinen Leute. Und siehst dann, wie die am Wochenende spielen, weißt du, und dir sind die Hände gebunden. Du musst ja trotzdem deinen Job machen. Und dann vor allem, wie es dann auch in der zweiten Liga weitergeht. Da kannst du ja auch mal ganz schön, gibt es ja genügend Beispiele. Also so einen großen Verein nicht, aber wo es dann auch mal schnell wieder runtergeht. Naja, aber Kaiserslautern war für mich schon ein großer Verein, nur 1860. Gut, die waren jetzt immer eher im Mittelfeld, aber das ging ja dann mal bei 1860 auch auf. Grund von finanziellen Problemen ist in die Regionalliga. Jetzt haben sie sich wieder gestraft ein bisschen. Lautern, ich bin ja bundesligatechnisch schon seit ein Jahrzehnt jetzt keine Rolle. Ne? Und ja, der ich Benzenberg. Bin gespannt. Das ist ja das Schöne am Fußball. Da, es wird nie langweilig. Gerade jetzt in Zeiten von Corona sind wir ja, glaube ich, ja, es ist ein Streitthema, aber viele sind ja froh, dass überhaupt was in der Röhre läuft und man noch was sieht, wo man sich wieder hochziehen kann, vielleicht ein bisschen. Deswegen, ich bin froh, dass, also wirklich, auch wenn es mich ärgert, dass wir nicht spielen können, deswegen überhaupt, was du hier gucken kannst. Ne? Ja. Also das wäre sonst wirklich sehr, sehr schade über Jahre hinweg. Aber kannst du ja auch nicht einstellen. Normales Fernsehen kannst du ja nicht mehr gucken heutzutage. Also da gibt es ja nur noch wenig. Und ja, dann sind wir eigentlich auch schon fast wieder beim Ende. Folgentitel hätte ich so eine Idee. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Einfach geschmacklos Reupräger. Das war aber auch ein geiler Kicker. Das war wirklich. Roy Präger, der hat auch geile Tore gemacht. Kannst du dich daran erinnern, als er ein Tor gemacht hatte, zuvor seinen Schuh verloren hatte? Und dann war barfuß und macht den dann noch so. Also, der brauchte den Schuh nicht mehr. Aber macht das Tor, sammelt seinen Schuh auf und rennt in die Kamera und küsst den so. Ah ja, jetzt wo du sagst, jetzt, also an die Szene kann ich mich erinnern, dass er aber ohne Schuh ein Tor gemacht hat. Ja, na gut, den Schuh hat er sich jetzt, na gut, er hätte das doch einfach ausziehen können, aber ich glaube, das war einfach mal einen Schuh ausziehen und als Jubel, es gab ja verrückte Jubel. Warum denn nicht? Thema in der neuen Folge, verrückte Jubel. Ja, warum nicht? Ich bin mal gespannt, du hast ja wesentlich mehr Tore geschossen wie ich, was du da im Report hast. Ich habe mich immer mal so geärgert, aber dann in der nächsten Folge vielleicht mehr dazu, dass ich keinen durchgezogen habe. Das war immer sehr individuell und sehr eckfahrenlastig. Sehr emotional, also so aus dem Affekt einfach, ne, was dir gerade so eingefallen ist. Ja. Aber eigentlich verrückt, weil ich bin es ja, soll nicht arrogant klingen, aber gewohnt, Tore zu schießen, so würde. Aber so, da, dass ich da was Spezielles habe, eher nicht. Aber es war schon sehr eckfahrenlastig. Das ist ja schon was Spezielles. Ja. Also der Eckfahne hat es dir angetan. Ein bisschen tanzen, ein bisschen hier, ein bisschen rutschen. Genau, also das war auch herrlich. Ein bisschen Diver. Aber wir lassen das immer noch das Thema. Seid gespannt, es ist ein lustiges Thema. Ich bin gespannt. In diesem bekanntermaßen Sinne wünschen wir euch einen guten Start in die Woche dann. Also es ist ja dann Dienstag, da ist ja schon der Montag rum. Und ja, gönnt euch die Folge von Heinzi, werdet ihr wahrscheinlich schon gemacht haben, aber große Emotion und es war wirklich ganz toll. Nochmal vielen Dank an der Stelle und bis nächste Woche. Ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.